Wir sind verrückt. Aber scheiß drauf. Wir machen's! Hallo miteinander! Willkommen in Lappland! Das hier hinten ist unser Zuhause für die nächsten paar Tage hier in Finnisch Lappland. Wir freuen uns riesig auf die Zeit hier. Wir haben einige an Erlebnissen vor und haben die Secret Box bekommen von einer Hotelplan-Filiale mit einer Challenge drin, die wir erfüllen müssen. Wir sind mega gespannt, was uns hier erwartet. Aber wir öffnen die Box jetzt noch nicht, weil jetzt wollen wir zuerst mal etwas erleben. Es erwarten uns ganz viele Erlebnisse und euch nehmen wir natürlich mit. Los! Jetzt stehen wir hier, mitten im Dörfli Levi. Ist vergleichbar mit einem Schweizer Ski-Örtli. Es hat eigentlich alles, was man braucht, von den Sportgeschäften bis zu diversen Restaurants. Genau, also auch Apotheken und alles, was man wirklich was man braucht. Wenn ihr irgendetwas daheim vergessen habt, macht nichts, da könnt ihr es kaufen. Genau, wir gehen ab und zu kaufen hier, natürlich geht es Nachtessen. Aber sonst ist die Natur, glaube ich, spannender als das Dörfli. Definitiv. Wow, Hundeschlitten fahren in Finnisch Lappland. Ein das absolutes ist absolut Highlight. Juhu. Ach genial, macht extrem Spaß. Okay, es gibt noch ein anderes spannendes Tier hier in Lappland und für das gehen wir jetzt auf der Rentierfarm. Da sind wir jetzt auf der Rentierfarm. Wunderschöne Tiere, aber fliegen können sie nicht. Im Finnisch Lappland leben pro Quadratkilometer nur 2 Menschen. Also für alle, die Einsamkeit und Ruhe suchen, Lappland das perfekte Ferienziel. Okay, für die, die es ganz schneller haben, man kann natürlich auch mit dem Snowmobil durch die Landschaft von Finnisch Lappland fetzen. Ja, und dann hat man echt genug Action für die ganze Woche. Also da kannst du richtig viel Gas geben. Man kann ziemlich Vollgas geben. Macht extrem Spass durch ja. Die Schneelandschaft hier in Finnisch Lappland. Los, weiter! Bereisen ist, man nimmt ein Mietauto und düst durch den Schnee, durch die ganze Schneelandschaft. Man ist durch das sehr flexibel, kann natürlich auch nur für einen Tag ein Auto mieten und so einen Tagesausflug machen. Weil einmal auf Schnee fahren ist schon auch noch ein spezielles Erlebnis. Eine Stunde von Levi entfernt ist
das Santa Claus Village. Also da, wo der Weihnachtsmann daheim ist. Also, da sind wir jetzt. Es gibt noch ein paar andere Länder, die behaupten, dass der Weihnachtsmann bei ihnen daheim ist. Ja, aber da ist er wirklich daheim. Da es ist er wirklich daheim. Wirklich sehr romantisch. Darum schauen wir uns das jetzt mal an. Los! Wortwörtlich, ein cooler Tipp ist hier die Snow Village. Das ist sozusagen eine Eisausstellung. Ihr findet eine Eisbar, ein Eisrestaurant. Lohnt sich wirklich, um am oben vorbeigehen. 40 Minuten von Levi. Der Moment ist gekommen, um die Secret Box zu öffnen und zu schauen, was für ein Geheimtipp oder was für eine Challenge da für uns drin steckt. Ich will öffnen. Okay. Steht schon mal eine Challenge drauf? Ich befürchte einfach schon mal das Schlimmste. Okay, befürchte das Schlimmste. Saunaabend im hohen Norden. Okay, jetzt kommt irgendeine Begrüßung auf genau, Höfe, Heive. Saturday and Sunday. Was so viele wahrscheinlich heisst wie Hallo zusammen oder herzlich willkommen im hohen Norden. Macht euch einen gemütlichen Saunaabend. Zur Abkühlung eignet sich ein Schneeengeli draußen vor eurer Blockhütte. Sind ihr verrückt? Nein, damit echt, ihr eure Saun? Blutzirkulation beim Aufwärmen beschleunigen könnt, benutzt doch Birkenäste. Die gibt es auch in Supermärkten zu kaufen. Da gehen wir schauen. Unser Tipp, zieht Socken an für den Gang nach draußen. Die Gefahr vom Ausrutschen ist ein wenig kleiner. Und ich glaube auch von Zechen abgefrieren ist ein bisschen kleiner. Lieber Gruß, Team Hotelplan Spreitenbach. Ja, vielen Dank, liebes Hotelplan Team in Spreitenbach. Wir machen in Fall. Ihr habt gerade gesehen, wie viel Schnee das es da hat. Also ich glaube, wenn wir hier einen Schneeengel machen, versinken wir. Genau, vor allem, wenn wir dann so warm gekocht von der Sauna sind. Aber wir probieren es. Challenge noch bestehen. Ich hoffe, sie gilt als Bestand, obwohl unsere Engel nicht ganz schön geworden sind. Naja, egal. Unsere Zeit in Lappland war dafür umso schöner gewesen, wenn sie es richtig geniessen können. Mega. Aber wir haben einen grossen Grund, um nochmal zu kommen. Weil wir haben leider keine Polarlichter, keine Nordlichter gesehen. Der grüne Schweif am Himmel. Vielleicht habt ihr mehr Glück und seht in euren Ferien das Naturspektakel. Wir sind übrigens Saturday and Sunday, Schweizer Reise- und Heimatblogger und unterwegs mit Hotelplan zu ganz vielen Ferienzielen. Und wir freuen uns auf das weitere Video und dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.